Ja, ich habe ja bei meinem Bullet Journal des Öfteren ein geheimes Thema erwähnt. Und dieses geheime Thema lautet LARP. Ja, was ist LARP? LARP ist ein Rollenspiel. Und zwar ein Rollenspiel, was man live spielt. Dazu bastelt man sich richtig coole Kostüme und es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von LARP. Also, ich habe mich jetzt auch gerade erst angefangen, damit zu beschäftigen, obwohl es das schon seit Jahrzehnten gibt. Und ich mich eigentlich wundere, warum ich das nie vorher entdeckt habe, weil das ist eigentlich genau mein Ding. Und ja, also man erstellt sich dort Charaktere und spielt diese Charaktere so echt wie möglich. Und dafür gibt es Convents, also Veranstaltungen, die dann meistens auch über mehrere Tage gehen, wo man dann wirklich in seiner Rolle ein paar Tage lebt. Finde ich mega cool. Und im Zusammenhang mit diesem LARP habe ich etwas entdeckt, was sehr viel zum Beispiel für den Kostümbau, na, Bau kann man jetzt nicht sagen, um seine Kostüme selbst zu machen. Dafür benutzen sehr viele ein bestimmtes Material und das befindet sich hier drin, zumindest eine Probe davon. Und ja, was das ist, das werde ich euch gleich zeigen. Als erstes zeige ich euch mal, wo ich das Ganze her habe, nämlich von mykostüms.de. Das werde ich aber unten in die Infobox nochmal reinschreiben, den Link. So, und ich mache hier mal auf. Und das Erste, was ihr hier seht, sind einfach ein paar Farben. Und ja, zu denen komme ich gleich später. Es ist auf jeden Fall, sind es Metallic-Farben, nämlich Gold und Grün. Und hier drunter befindet sich Warbler. Und ihr seht jetzt, dass hier schon Reste drin rumfliegen, weil ich nämlich mit diesem Material schon gearbeitet habe. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe dieses Video hier schon einmal gedreht und habe es aus Versehen gelöscht. Und wenn ich Sachen lösche, dann lösche ich sie immer sofort endgültig. Also ich verschiebe meine Sachen nicht erst in den Papierkorb. Großer Fehler, sollte ich mir dringend abgewöhnen. Ich sollte sie erst in den Papierkorb schieben und dann von dort aus löschen, weil ich habe zwar ein Programm, womit ich mir Sachen wiederherstellen kann. Also ich habe jetzt bei YouTube geguckt, nachdem das jetzt passiert ist. Das war jetzt das dritte Video, glaube ich, was ich irgendwie mal aus Versehen gelöscht habe und dann eben unwiederbringlich davon war. Und ja, auf jeden Fall hatte ich mir ein Programm gekauft, mit dem man das halt wieder zurückholen kann. Da ich die Sachen aber auf C gespeichert habe, hat er sich da irgendwie angestellt. Also man sollte die Dateien auf jeden Fall auf eine externe Festplatte schieben, um dann mehr Chancen haben, es wiederherzustellen. Das Problem bei dem Programm ist auch, dass man das Erstellungsdatum wissen muss und nicht das Löschdatum. Aber ganz andere Geschichte jetzt, bisschen vom Thema abgekommen. Okay, also, ja, was ist Warbler eigentlich genau? So ganz genau kann ich euch das auch nicht sagen. Es ist eine Art Plastik, was man mit Hitze, also mit einem Heißluftföhn zum Beispiel, erwärmen kann und dann in jede beliebige Form bringen kann. Also hier zum Beispiel, das war eine Scheibe wie diese hier. Es gibt verschiedene Formen und Farben vom Warbler. Ihr seht, ich hatte hier noch eine komplette Matte, die schwarz war. Also alle Matten waren so wie diese hier, die ihr hier seht. Und dann gab es eben noch eine schwarze. Und mit der schwarzen hatte ich jetzt angefangen. Und ja, um das einfach mal auszuprobieren. Bei Warbler habt ihr immer eine raue und eine glatte Seite. Und die glatte Seite klebt mehr als die raue Seite. Und die raue Seite ist auch später besser zum Bemalen und so. Also wenn man dann mit Warbler arbeitet, sollte man immer zusehen, dass das, was später die Sichtfläche ist, das raue ist und die glatte Seite dann eben die Innenfläche. Und ja, es gibt super, super viele Videos, wie Leute sich Lab-Kostüme mit Warbler machen. Und damit kann man auch noch ganz viele andere Sachen machen. Ich werde mal schauen, ich gucke mal nach ein, zwei Links, wo ich Sachen gefunden habe, wo sich Leute Kostüme gebastelt haben, die echt mega aussehen.
und die mich inspiriert haben, mit Warbler überhaupt anzufangen. Ja, wie gesagt, so, ich hatte hier schwarz, dann habe ich hier so ein Braun und da ist auch hier diese glänzende und da die matte Seite. Und ja, ich habe halt gelesen, dass die unterschiedliche Klebrigkeit haben und das Schwarze sollte wohl am besten zu verarbeiten sein. Deswegen hatte ich damit angefangen zum Testen. Was ich daraus gemacht habe, werdet ihr in einem anderen Video sehen. Hier gibt es dann ein durchsichtiges Warbler, wobei hier beide Seiten glatt sind. Und hier haben wir so eins, das sieht dann hier so ein bisschen aus wie so Leinenstoff. Und hier, ja, wie kann man das beschreiben? Das sieht ein bisschen aus, könnt ihr das sehen? Das hat auch so eine Struktur, ja, da könnt ihr es so ein bisschen sehen. Das hat auch so eine Struktur und man kann auch nicht ganz genau sagen. Also das hier würde ich behaupten, ist die glattere, klebrigere Seite und die hier ist ein bisschen rauer. Aber es ist eben eine Struktur in dem Warbler drin. Und das hier ist ein normales glattes Weiß, genau wie das Braun und das Schwarz auch, mit einer rauen und einer glatten Seite. Ja, hier unten habe ich ein bisschen Moosgummi. Das kann man ganz gut verwenden, um manche Teile ein bisschen zu erhöhen. Und dann haben wir hier einmal weißes Warbler, so Kügelchen, und einmal durchsichtiges. Und die kann man auch einfärben mit Acrylfarben oder mit anderen Farben. Und dann kann man sich zum Beispiel ähnlich wie beim Resin, nur dass es eben wesentlich schneller trocknet, weil es ja einfach nur wieder kalt werden muss. Also man packt das dann in einen hitzebeständigen Behälter und föhnt es dann mit dem Heißluftföhn zum Beispiel ja, weich. Und dann kann man es eben mit der Farbe vermischen und dann kann man es in eine beliebige Mol pressen und kann sich damit dann zum Beispiel Diamanten oder ja andere Schmuckteile zum Beispiel quasi gießen, obwohl es ja nicht wirklich gießen ist, sondern eher formen, modellieren sozusagen. Genau. Ja, und mit diesen Farben hier, die sind halt super geeignet, um den Warbler zu bemalen. In dem ersten Video, wo ich euch zeigen werde, wie ich das erste Teil für mein Kostüm gemacht habe, meinen Karton zur Seite, da ist es so, dass ich in der ersten Hälfte war alles super und das hat auch ganz gut geklappt. Und bei der zweiten Hälfte des Videos war mit dem Ton irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, da hatte meine Kamera an 2, 3 Tagen irgendwie echt ein Problem mit den Geräuschen. Also mein Rechner, der steht direkt hier hinter meinen, ja, wer meine Roomtour mal gesehen hat, der weiß, wo mein Rechner steht. Und der ist halt ziemlich nah dran. Und eben auch dieses Gebläse. Und das ist das komische Geräusch, was ihr manchmal im Hintergrund hört. Ich kriege es aber leider momentan nicht anders hin. Beziehungsweise will ich demnächst ein Loch in meine Schreibtischplatte bohren, damit ich den Computer unter den Tisch stellen kann und dann eben diese Geräusche ein bisschen weg sind. Und ich hoffe, dass das dann ja besser klappt. Ihr hört meistens, glaube ich, bei meinen Videos im Hintergrund so ein leichtes Rauschen und das ist halt der Rechner. Genau. So, wieder vom Thema abgekommen. Nicht wirklich, weil das war nämlich genau der ausschlaggebende Grund, warum die Tonqualität total schlecht war. Und ich hatte mir aber sowieso vorgenommen, da sehr viel Musik hinterzulegen und hatte immer nur ab und an mal so kurze Sachen gesagt. Und deswegen wird es beim zweiten Teil dazu wahrscheinlich so sein, dass ihr komplett nur Musik hört. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ein richtig langes Video mache. Ich glaube, als ich die Videos gedreht habe, habe ich gesagt, dass ich das in 2 Teilen machen werde, weil das ewig lang war. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich in 2 Teilen mache oder ob ich das andere dann einfach im Schnelllauf dann mit Musik hinterlegt, einfach hinten dran schiebe. Das gucke ich dann mal beim Schneiden, wenn ich mir das alles nochmal angucke und dann werde ich sehen, wie ich es dann am Ende tatsächlich mache. Ja, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video erklärt hatte, wo ich die Sachen gezeigt habe
oder ob ich es im Video danach gesagt habe. Ich wollte eigentlich das Datum im Video sagen, wann ich es angefangen habe zu machen, weil ich wollte die vordrehen, eine ganze Weile vordrehen und dann eben zu meinem Kostüm sozusagen ja, eine komplette Reihe gleich machen. Ich habe nämlich schon angefangen, den Rock zu nähen. Ich habe mir schon eine Perücke dafür gekauft und ich habe, wie gesagt, einen Teil schon aus Warbler für mein Kostüm gemacht. Ja, jetzt bin ich mir aber nicht mehr so ganz sicher mit dem Datum, weil ich doch merke, dass sich das sehr zieht. Und ich habe zudem mich noch weiter informiert natürlich über das Thema Lab überhaupt und habe jetzt halt herausgefunden, dass diesen Charakter theoretisch, den ich mir erstellen wollte, ich habe gedacht, ach, du nimmst den, der scheint einfach zu sein. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass der beim Spielen gar nicht einfach ist, weil der doch sehr komplex ist. Und dann muss ich mir überlegen, ob es wirklich bei diesem Kostüm bleibt, oder ob ich mir doch was anderes einfallen lassen muss. Und ich müsste mir halt auch mal mich ein bisschen mehr in die Community quasi einarbeiten. Also ich müsste mir mal Kontakte suchen, die eben an LARP-Festivals bereits teilnehmen und von denen ich eben ein paar Sachen lernen kann. Ich hätte echt Bock dazu, bei so einem Contest mal mitzumachen und mir das einfach mal anzugucken, so ein Wochenende. Wie ist eigentlich so ein LARP, wenn man wirklich live dabei ist? Mein Problem, was ich dabei allerdings habe, ist, ich möchte nichts Kriegerisches machen. Es ist einfach nicht so mein Ding auf dem Schlachtfeld da, obwohl ich spiele sehr gerne Lasertag, aber ich glaube, nee, also mit echten Waffen, also echten nachgemachten Waffen, da auf dem offenen Schlachtfeld gegeneinander zu kämpfen, ist irgendwie, glaube ich, nicht so meins. Ich weiß es nicht. Also vielleicht, wenn man es ausprobiert, vielleicht ist es auch mega cool, keine Ahnung. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen was Friedlicheres vorgestellt, aber wir schauen mal. Also vielleicht gibt es auch für mich irgendwie die Möglichkeit, da einfach mal so vorbeizugucken und dann einfach nur die Rolle von einer Magd zum Beispiel zu übernehmen, die dann wirklich nur ja, in der Stadt quasi irgendwie tätig ist oder vielleicht eine Bäckerin oder irgendwie sowas. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Aber da müsste man sich, wie gesagt, erstmal mit Leuten auseinandersetzen oder in Verbindung setzen und mit denen mal sprechen. Wahrscheinlich werden die auch schon so Teams haben und die können einem dann wahrscheinlich sagen, was denen noch fehlt oder was halt eine coole Einstiegsrolle wäre und so weiter. Und ja, wie gesagt, da müsste ich erstmal ein bisschen Kontakt aufnehmen und müsste mich nochmal genauer informieren. Ich habe halt auf vielen Internetseiten ein bisschen gelesen. Ich habe mir einige YouTube-Videos angeguckt zu dem Thema Lab. Und ja, ich muss mal gucken, wie weit ich wirklich in dieses Thema hineingehe. Ich hole gerade mal mein Heftlein. Mein Bullet Journal, jetzt kann ich das hier auch alles mal wegmachen. Zack. Und zwar hatte ich hier auf meinem Plan den Rock für den Lab, dann ein Kostüm für Christoph, also für meinen Mann, der wird mehr oder weniger gezwungen, mal mitzukommen und dass ich meinen Rock eben ja, dann auch mal anfangen wollte. So, und hier habe ich mir dann eine Lab-Seite gemacht. Ja, wo ich mir einfach ein paar Bilder reingeklebt habe, die ich passend zu dem Thema fand. Und hier habe ich mir einen Teil gemacht, wo dann Daten von Convents reinkommen, an denen ich vielleicht teilnehmen möchte und dann eben abgekreuzt, ob ich teilgenommen habe oder nicht. Hier Equipment, was man für diese Geschichte braucht, also was man auf jeden Fall irgendwann braucht, habe ich definitiv festgestellt, ist ein Zelt. Und da kann man nicht irgendein Zelt nehmen, sondern es soll wirklich authentisch sein. Das heißt, dann ein oh. Ein Moment, ich habe es gleich. Mittelalterliches, genau, mittelalterliches Zelt muss es dann sein. Ja, also eins, was dann, also man kann wohl auch ein richtiges Zelt nehmen und dann einfach nur Leinen drüber werfen. Das geht wohl so für den Anfang.
Aber wenn man tiefer in diese ganze Sache einsteigen möchte, dann sollte man doch irgendwann überlegen, ein richtiges Zelt zu kaufen. Da die Dinger aber nicht gerade günstig sind, ich habe mal geguckt, so ab 350 bis, keine Ahnung, ich habe welche gesehen für 5.000, 6.000 Euro, die dann aber wirklich riesig waren, die dann für Verkaufsstände oder so waren. Aber die sind halt nicht so ganz günstig. Deswegen steht das noch ein bisschen hinten an. Aber das ist halt so ein Equipment, was man auf jeden Fall dafür braucht. So, und Material, was ich brauchte, war halt einmal Stoff für meinen Rock, den ich halt machen wollte, und für das Kostüm für meinen Mann. Und Warbler. Und bei Warbler habe ich mich jetzt entschieden, eine Probe zu bestellen. Dort gibt es halt dieses Probenset, was ihr hier gesehen habt. Und ja, das habe ich mir dann halt bestellt, um überhaupt erstmal auszuprobieren, mit welchem Material ich eigentlich gut klarkomme. Wie ihr seht, habe ich bisher nur das Schwarze verwendet. Und da werde ich auf jeden Fall ja, dann demnächst mit den anderen Sachen nochmal ein bisschen was ausprobieren und werde dazu natürlich dann auch Videos machen. Wobei ich wirklich sagen muss, es gibt schon viele Videos zu dem Thema Warbler. Also wer sich für Warbler interessiert oder was man damit alles machen kann, guckt einfach mal bei den anderen YouTubern, gebt einfach mal in der Suche Warbler ein und dann werdet ihr viele Videos finden. Und ihr werdet erstaunt sein, was man alles Cooles mit diesem Material machen kann. Also ich war echt begeistert und wundere mich, dass nicht schon mehr Bastler Warbler entdeckt haben für irgendwelche Bastelarbeiten, weil das Zeug ist wasserbeständig, also man kann es gut für draußen auch benutzen. Es ist Hitze verbiegbar, also dass man es wirklich in jede Form bringen kann, die man halt möchte. Und ja, man kann es eben mit Nussgummi dann auch verstärken, hat dann halt eine dickere, also kann es halt verdicken und hat damit quasi eine dickere Dämmung, würde man jetzt beim Hausbau sagen. Also dass es dann auch ein bisschen wärmer ist vielleicht vom Kostüm her und so weiter. Also ja, echt cooles Material. Ich bin total begeistert davon. Ja, und das ist jetzt hier theoretisch diese Seite, die ich gemacht habe. Und ja, hier oben habe ich mir dann so einen kleinen Pfeil und Bogen hingemalt und hier unten habe ich mir ein Zelt hingemalt. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das gut sehen? So seht ihr es auf jeden Fall besser. Ja, da habe ich mir so ein Zeltchen hingemalt, weil ja, zu den Contests gehört halt immer ein Zelt. So, und wie gesagt, ich werde dann, hier habe ich halt alles offen gelassen, da werde ich dann vielleicht mal Fotos oder irgendwas hinkleben, wenn ich tatsächlich auf irgendeinem Konvent war. Oder werde mir Erfahrungsberichte hinschreiben oder, weiß ich noch nicht. Und was hier unten hinkommt, weiß ich auch noch nicht genau. Ich denke, es wird so ein bisschen so ein Ideenbereich sein. Da schaue ich mal. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte mir hier eine komplette Seite nochmal dafür freigelassen. Und ja, da werde ich auch mal schauen. Das kann jetzt hier auch mal ab. Das darf man ja jetzt ruhig durchsehen. Und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall mir nochmal Platz lassen, falls ich für dieses Thema doch nochmal mehr Platz brauche. Genau, ja, und ansonsten habe ich ja ziemlich viel Platz noch in meinem Bullet Journal, wo ich wirklich noch einiges machen kann. Zwischen den Monaten hat man ja auch immer noch mal ein bisschen Platz. Bisher habe ich es ehrlich gesagt nicht so sehr genutzt. Also ich habe es immer nur eine Seite für Memories gelassen. Aber hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Doppelseite, wo der Monat so geendet hat, dass ich eine Doppelseite frei habe. Und da gucke ich mal, vielleicht halte ich mir das auch noch mal frei für irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht ja doch noch mal dann, falls ich das wirklich richtig anfangen sollte und mich da wirklich reinstürzen sollte und mir das richtig Spaß machen sollte, dann werde ich auf jeden Fall mehr Seiten dafür brauchen, weil dieses Thema einfach so krass umfassend ist. Man könnte ein eigenes Buch nur für dieses Thema machen, theoretisch. Und ja, möchte ich nicht, aber ich würde es dann auf jeden Fall mehr integrieren, wenn es denn dazu kommt. Genau, da bin ich mir halt eben noch nicht so ganz sicher und deswegen habe ich das Ganze auch ein bisschen geheimer gehalten, weil ich mir auch noch gar nicht so sicher war, ob ich da wirklich reingehe in das Thema oder nicht, weil das ist natürlich auch wieder ein Hobby, in das man auch viel Zeit investieren wird.
Natürlich werde ich die Kamera dann auch mitnehmen und da auf jeden Fall auch Videos machen. Weiß noch nicht, ob das dann hier auf diesen Kanal kommt oder ob das dann auch einen extra Kanal bekommt. Das ist auch noch so eine Sache. Wobei die Bastelsachen, die ich mit Warbler mache, natürlich super auch in meinen Kanal hier passen. Wobei ich ehrlich mal sagen muss, klar seht ihr sehr oft Hauls oder Bastelvideos oder irgendwelche Anleitungsvideos, Nähsachen und so weiter. Aber eigentlich ist dieser Kanal, heißt ja nun mal Nicoles bunte Welt. Und Nicoles bunte Welt kann ja einfach alles sein. Und genau deswegen habe ich mir damals auch diesen Titel ausgesucht, weil ich mich nicht beschränken wollte. Ich bin einfach nicht dieser Typ, der sich auf eine Sache festlegt und die dann konstant auf einen ewigen Zeitraum macht. Ihr habt das vielleicht auch so ein bisschen gesehen, wie meine Videos so kommen. Dann gibt es mal eine Phase, da kommen jede Woche drei Videos bom, 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 hintereinander. Und dann gibt es eine Zeit, da kommen mal zwei, drei Wochen nichts. Das ist einfach bei mir so, weil ich ein Phasenmensch bin. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt. Ich bin einfach so, ich habe dann mal eine Phase, da macht mir dieses hier sehr viel Spaß. Dann habe ich eine Phase, dann gehe ich raus fotografieren. Dann habe ich eine Phase, wo ich gern hier drin sitze und einfach nur vor mich hin bastle. Und ja, durch meine Situation, die halt ja mittlerweile schon vorletztes Jahr gewesen ist, ja, dadurch war es einfach auch so, dass ich mich hier so in meinem Zimmer verkrümelt habe und ich wollte einfach niemanden sehen und niemanden hören. Und es hat mir total gut getan, dieses YouTube anzufangen, da ein neues Projekt zu haben, wo ich aber für mich alleine war und einfach diese Stille auch genießen konnte und mich halt sehr abgeschottet habe. Und auch meine Freunde zum Teil vielleicht ein bisschen na, vernachlässigt, würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber ich habe schon sehr viel weniger mit denen auf jeden Fall gemacht. Und ja, es war einfach eine Phase, was mir gut getan hat und wo ich auch total glücklich drüber bin, weil ich habe mindestens zwei Menschen hier über diese YouTube-Geschichte jetzt kennengelernt, die ich in meinem Leben gar nicht mehr missen möchte. Die eine Person ist Miss Fruchteis, das wissen glaube ich auch viele, meine Mausi. Und die andere Person möchte nicht genannt werden, das ist auch völlig in Ordnung. Und ja. Das sind halt so zwei Menschen, die mir echt total ans Herz gewachsen sind und die ich einfach auch nicht mehr missen möchte. Und auch alle anderen, die einfach meine Videos so gucken. Und ja, ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber YouTube macht. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert es nicht, ob da ein Daumen runter oder ein Daumen hoch oder wie viel Daumen hoch und Daumen runter meine Videos haben. Das ist für mich so zweit- bis drittrangig. Da ärgere ich mich auch nicht drüber, wenn da mal ein Daumen runter ist, das ist mir völlig wurscht. Was aber schön ist, sind die Kommentare unter den Videos. Oder ich weiß noch, ich habe mega Schiss gehabt vor meinem ersten Livestream. Und ja, dann war das so eine tolle Zeit und einfach die alle Leute, die da waren, die mit im Livestream waren, die waren so herzlich und ja, die Sachen, die ihr gesagt habt, und dann ist mir ja am Anfang auch das Dümmste überhaupt passiert, dass ich da noch den ersten Livestream einfach vergessen habe. So mega peinlich. Und ja, und dann beim zweiten, also beim zweiten Termin, als dann wirklich der erste Livestream auch war, da war es einfach so eine tolle Zeit und ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr mich hier so begleitet und ja, mich in meiner bunten Welt einfach ein Stück, ja, ich euch mitnehmen darf. Und ja, das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich toll und ich danke euch von ganzem Herzen dafür. Okay, ihr Lieben, jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen, aber manchmal ist es so, dann kommt einfach was aufs Herz und dann muss das auch mal raus, ne? Genau. Ja, also was ich damit sagen wollte, war auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören, YouTube-Videos zu machen, obwohl sich das vielleicht zwischendurch jetzt mal so angehört hat. Nein. Meine Prioritäten sind nur manchmal da, manchmal da, manchmal da. Und deswegen ist dieser Kanal eben aber auch bunt. Wie mein Leben eben. Ich bin halt nicht auf einem Platz zu hocken, sondern ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Und deswegen ist auch dieser Kanal abwechslungsreich. So hätte das jetzt geklungen, wenn ich es in kurz gesagt hätte.
Okay, ihr Lieben, bevor ich mich jetzt noch mehr hier um Kopf und Kragen rede, sage ich jetzt einmal Tschüss und viel Spaß bei dem nächsten Video mit dem, was ich gemacht habe.